Da kommen jetzt zwei neue Spielkonsolen, die in Deutschland fast niemand nutzen kann. Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. Ja, heute ist mal wieder Konsolenzeit, aber stopp an alle PC-Enthusiasten, nicht abschalten. Denn zumindest eine Konsole ist für euch auch ziemlich interessant. Dazu aber später mehr. Denn erstmal kommen wir zu Microsofts Xbox One, die ja mittlerweile schon stolze 6 Jahre alt ist und der Nachfolger schon fleißig in der Gerüchteküche brodelt und langsam gar wird. Alle Infos zum Xbox One-Nachfolger gibt es übrigens im Video in der Infobox und selbstverständlich auch zur berüchtigten PlayStation 5. Aber zurück zur Xbox One, denn selbst wenn der Nachfolger schon mit dem Pins schart, wird Microsoft offenbar wirklich noch eine Konsole auf Basis der Xbox One herausbringen. Und ich betone Xbox One bzw. Xbox One S, also nicht die Xbox One X. Das Gerücht ist aber jetzt auch nicht so ganz neu, denn ich berichtete ja schon vor einigen Monaten darüber, dass Microsoft vorhat, eine neue disklose Konsole zu veröffentlichen. Also eine Konsole ganz ohne Laufwerk, die ausschließlich auf Downloads angewiesen ist. Und tata, da ist sie! Okay, ich muss zugeben, das Bild ist jetzt nicht echt, sondern ein sogenanntes Mockup. Folglich ist auch weiterhin alles, zumindest offiziell, noch ein Gerücht. Inoffiziell darf man aber zu 99,9% sicher sein, dass die Konsole genauso kommen wird. Es handelt sich demnach um die Xbox One S All Digital mit Codenamen Maverick, die wohl eher, ja, ich würde mal sagen, wenig Entwicklungsaufwand erforderte. Denn selbst das Gehäuse der Xbox One S wurde vollkommen übernommen, halt ohne Laufwerksschlitz und Button. Demnach ist wohl auch das komplette Innenleben identisch zur Xbox One S. Lediglich das Laufwerk wurde eingespart. Also jetzt mal einfach so in den Raum geworfen, sind das, ja, wenn es hochkommt, vielleicht 20 Euro, die Microsoft da spart. Lohnt es sich denn für so eine geringe Kostenersparnis wirklich eine neue Konsole zu veröffentlichen? Also wenn es jetzt rein um die Kosten geht, sicherlich nicht. Noch dazu ist der Zeitpunkt circa 1 bis 2 Jahre vor der nächsten Generation natürlich, ja, mehr als nur ungünstig. Aber da bei Microsoft in der Regel Menschen arbeiten, die wissen, was sie tun, okay, einige Produzenten von gewissen Windows-Funktionen sind davon jetzt mal ausgenommen, naja, da sie halt wissen, was sie tun, hat das Ganze natürlich trotzdem irgendwie Hand und Fuß. Der Preis steht übrigens noch nicht fest, wird aber sicherlich nochmals deutlich unter der Xbox One S liegen, die es aktuell ja für so um die 200 Euro gibt, Aktionsangebote mal außen vor. Also viel mehr als 150 Euro sollte das Teil daher auf der Straße zumindest nicht kosten. Ich könnte mir eine UVP von, ja, 199 Euro ganz gut vorstellen, da die Xbox One S ja weiterhin auch bei 299 Euro liegt. Ziemlich klar ist aber, dass eine 1 TB Festplatte verbaut sein wird und da ist ein bisschen wenig für eine rein digitale Konsole, wenn man sich die immensen Datenmengen der aktuellen Blockbuster mal so ansieht. Denn am Ende sind ja nur 700 bis 800 GB frei und damit ist nur, ja, Platz für, sagen wir mal so, 8 bis 10 Spiele und das ist ein bisschen wenig. Trotzdem werden viele natürlich zur günstigen Version greifen und ja, das ist natürlich auch Microsofts Ziel. Folgendes ist aber jetzt nur reine montische Vermutung, denn Microsoft will den Digitalvertrieb natürlich nach vorne bringen. Noch werden offensichtlich wohl zu viele Datenträger verkauft und der Xbox Game Pass läuft wohl auch nicht ganz so gut wie erhofft. Denn das große Ziel wird wohl sein, den Game Pass nach vorne zu bringen, der nichts anderes als eine Art, ja, Netflix für Spiele ist. Monatliche Gebühr und man kann aus einer riesigen Auswahl an Spielen wählen. Ich selbst nutze den Game Pass mangels Zeit zwar nicht, finde ihn aber gut, obwohl ich ja kein allzu großer Fan von rein digitalen Spielen bin. Aber ja, irgendwie kann man es ja eh nicht verhindern. Wann wird das Konsölchen denn nun im Laden stehen? Offiziell ist, wie gesagt, noch gar nichts. Aber es wird vermutet, dass sie im April 2019 offiziell vorgestellt wird und sogar noch im Mai im Laden stehen wird. Laut Windows Central sogar am 7. Mai, was hier durchaus auch glaubwürdig erscheint. Trotzdem ist der Schachzug von Microsoft doch irgendwie so ein bisschen befremdlich, oder nicht? Vielleicht ist das Ganze ja auch ein Experiment, um mal auszuloten, wie so eine rein digitale Konsole denn bei der Kundschaft ankommt, um dann entscheiden zu können, wie man es bei der nächsten Generation macht. Und wo wir schon beim Digitalvertrieb sind, es geht nämlich noch eine Stufe weiter und moderner sogar. Nun wird es nämlich auch für einige PC-Fans endlich interessant, denn Google hat diese Woche ganz offiziell eine neue, in Anführungsstrichen, Konsole vorgestellt. At any time. One place for all the ways we play. This is Stadia.
gather round. Ich muss zugeben, der Name ist gar nicht so schlecht, auch wenn er ähnlich irgendwie wie Stevia klingt. Aber wenn man das genau nimmt, ist es ja gar keine Konsole, sondern man sollte es ja eher als Gaming-Plattform betiteln. Denn, ja, ganz genau das ist es. Hardware muss nämlich nicht gekauft werden, solange man einen Chrome-Browser nutzt. Denn auch dieses System ist quasi ein Netflix fürs Gaming. Denn Stadia ist eine rein Streaming-basierte Plattform. Es ist also mal wieder eine verdammt schnelle Internetverbindung nötig. Ja, genauso wie bei der Xbox One Digital von soeben. Folglich steht die Hardware, die die Spiele berechnet, halt in irgendeinem Rechenzentrum und schickt die Daten dann an euren PC bzw. Browser, was natürlich zu einem gewissen unvermeidbaren Input-Lag führt. Und Hardcore-Shooter-Zocker werden daher nämlich erstmal aufschreien, zu großes Input-Lag, denn ja, man muss es wirklich so zugeben, hier zählt wirklich jede Millisekunde und ein Streaming ist eigentlich ja, definitiv völlig undenkbar. Noch zumindest. So viel aber vorab, ich bin kein Freund von diesem rein digitalen Spielevertrieb und Streaming, aber beides werde ich wohl nicht verhindern können und beides wird definitiv kommen. Und mit meinem Nvidia Shield habe ich ja schon erste Ausflüge zu GeForce Now unternommen und war tatsächlich schon überrascht, wie gut das Ganze dann auch am Ende eigentlich funktioniert hat. Trotzdem werde ich mich irgendwie an den Gedanken wohl nicht gewöhnen können, dass die Hardware halt nicht bei mir steht, sondern in irgendeinem Rechenzentrum. Aber jetzt tun wir doch einfach mal so, als handelt es sich um eine ganz ordinäre Konsole. Dann ist die Hardware nämlich durchaus fähig. Zur CPU ist noch sehr wenig bekannt, aber der Grafikprozessor ist hier ja das deutlich interessantere Stück Hardware. Denn es wird wohl ein Grafikchip in der Leistungsklasse einer AMD Radeon RX Vega 56 kommen. Das heißt, 10,7 Teraflops sind angesagt, deutlich mehr als selbst bei einer Xbox One X, die so um die 6 Teraflops hat. Auch HBM2-Speicher ist mit dabei und davon ganze 16 GB angebunden per 2048-Bit-Speicherinterface. Und laut Digital Foundries liegen dann um die 1500 MHz an Takt an. Und wenn man bedenkt, dass der Grafikchip auf dieser Plattform ganz anders ausgenutzt wird als zum Beispiel auf dem hiesigen PC hier, sollte dort doch einiges gehen. Vor allem, weil sogar Multi-GPU-Rendering zum Einsatz kommen kann, was auch mit einem Benchmark gezeigt wurde. Ja, und als Betriebssystem kommt übrigens Linux mit Vulkan zum Einsatz. Und hier noch ein Ausschnitt aus dem gezeigten Benchmark. Weiterhin kommt jetzt selbstverständlich keine Magnetfestplatte mehr zum Einsatz, sondern eine höchst professionelle SSD. Und ja, das klingt an sich alles toll, aber weiterhin steht die Hardware halt in irgendeinem Rechenzentrum und nicht bei einem zu Hause. Ach, was ich noch fast vergessen hätte, es gibt auch noch einen speziellen Stadia oder Stadia-Controller, der aber kein Muss ist. Am PC kann nämlich auch weiter mit einem anderen Controller gezockt werden. Ja, okay. Was sorgt denn jetzt dafür, dass sich eine Gaming-Plattform richtig durchsetzt oder halt nicht? Richtig, die Spiele natürlich. Und hier hat Microsoft auch ein eigenes Studio gegründet und als attraktives Aushängeschild mal eben Jade Raymond angeworben. Und wer sie nicht kennt, hat ja an sich jetzt nicht so viel verpasst. Sie wurde damals, also vor einigen Jahren, massiv für die Kampagne zu den ersten Assassin's Creed-Teilen eingesetzt, also arbeitete bei Ubisoft. Was sie wirklich geleistet hat, weiß niemand. Vielleicht ist sie sogar richtig gut in ihrem Job, aber mich nervt es einfach massiv, dass man überall mit ihrem Aussehen wirbt, was das Spiel am Ende eh nicht besser oder auch schlechter macht. Jedenfalls wird es also einige Exklusivtitel geben, die es dann auf der Stadia und später vielleicht auch auf anderen Streaming-Plattformen gibt, jedoch auf keiner fest installierten Hardware zu Hause. So viel steht nämlich schon mal fest. Namen gibt es auch noch nicht viele. Doom Eternal wurde jetzt mal als Beispiel erwähnt. Okay, jetzt haben wir also zwei Konsolen, für die eine schnelle Internetverbindung unabdingbar ist. Für UAD Gaming gibt Google zum Beispiel 30 Mbit an und für Full HD Gaming 25 Mbit. Was ja schon eine ziemliche Hausnummer ist, denn wir sind hier in Deutschland, wovon 50 Mbit oder mehr viele nur träumen können. Gerade aktuell ist das Thema ja wieder in den Nachrichten und Deutschland steht wohl weit hinten in Sachen schneller Internetanbindung in den Listen. Ja, und zum Thema Deutschland und Digitalisierung werde ich übrigens nochmal ein separates Video machen, da mich das Thema einfach nur noch abnervt.
Denn Fakt ist, beide Konsolen und besonders die Stadia sind in Deutschland von der Mehrheit ja gar nicht sinnvoll nutzbar und werden daher hierzulande wohl eher durchfallen. Okay, wer Zeit hat auf einen Download zu warten, der kann zumindest zu Xbox One digital greifen. Denn, seien wir mal ehrlich, selbst wenn man einen Datenträger kauft, muss man eh noch fast alles downloaden. Aber Stadia in Deutschland ist quasi überhaupt nicht umsetzbar. Denn selbst in deutschen Großstädten ist die Internetgeschwindigkeit, ja, nicht so doll. Gespannt bin ich trotzdem, was aus beiden Konsolen wird. Fakt ist aber, wir werden uns in Deutschland auf solche Techniken einstellen müssen. Ja, auch in Deutschland. Auf dem PC ist reiner Spiele-Download sowieso schon fast Standard. Und ob man will oder nicht, auch auf Streaming von Spielen wird man sich einstellen müssen. Besonders falls Google wirkliche System-Seller in Angebot haben wird. Ah ja, und das Keynote-Video zu Stadia habe ich mal unterm Video hier verlinkt. Dort könnt ihr euch auch die ganze Präsentation dann mal angucken, denn auf alles konnte ich in diesem Video natürlich nicht eingehen. Und da sind wir auch schon beim heutigen Kommentar des Tages. Und wie ihr seht, gibt es ja seit ein paar Videos hier ein neues Hintergrund-Setup bei mir, denn mein altes New York-Bild konnte ich einfach nicht mehr sehen. Es war schlicht unpassend für solche Videos, also musste einfach mal was anderes her. Ja, und da ich bei anderen YouTubern diesen Akustik-Schaumstoff auch sehr mag, habe ich ja, mir das jetzt auch einfach mal selbst gegönnt. Ja, hauptsächlich die Optik wegen, aber die Akustik hat sich offensichtlich auch ein bisschen verbessert. Leider gefällt das aber nicht allen, vor allem im ersten Video war ja doch alles noch ein bisschen sehr dunkel. Stellvertretend für die vielen Kommentare dazu gibt's mal den von Still King. Ich muss sagen, das New York-Bild hat mir immer gefallen. Natürlich nichts im Vergleich zu dir. Das neue Setup ist mir viel zu dunkel. Du hast schon die dunkle Lehne hinter dir. Die würde dich gut abgrenzen vom Orange im Hintergrund statt Schwarz. Hinter den Monitoren hätte ich auch lieber Orange. Mich irritieren die Bildschirme, die aus dem Dunklen auftauchen. Nur komplett Orange über Eck wäre auch nicht gut. Komplettes Schachbrett müsste, könnte aber viel Unruhe reinbringen. Gerade nochmal nachgeschaut, du hast auch Schwarz über Eck. Dann sollte Orange noch drin sein. Plan B wäre modulares System und einmal pro Woche wechselt das Muster. Wie gesagt, ja, es war zu dunkel und daher habe ich natürlich sofort reagiert und etwas angepasst, wie ihr seht. Dass es aber immer noch dunkler ist als vorher, ist mir natürlich durchaus bewusst. Trotzdem werde ich erstmal bei diesem Setup hier bleiben. Schon allein aus diesem Grund hier, denn eine Umfrage dazu habe ich natürlich auch noch gemacht. Wie gefällt dir Montys neue YouTube-Höhle? Und ja, es fehlt ein S, ich habe es bemerkt. Aber 50% finden das Setup sogar sehr gut und 30% immerhin ganz nett, auch wenn es natürlich besser ginge. Dann noch die 12%, die völlig begeistert sind. Dann haben wir 92% Zustimmung. Auch wenn es in den Kommentaren etwas negativer rüberkam, scheint das Setup ja doch nicht ganz so schlimm auszusehen, wie ich anfangs dachte. Nur 4% finden es nicht so toll und 1% sogar total hässlich. Und wenn man bedenkt, dass ja jeder nun mal einen anderen Geschmack hat, ist das doch sogar eine ziemlich gute Quote. Aber vielleicht haben viele auch einfach nur meine gottgleiche Erscheinung angeguckt und vom Hintergrund gar nichts mitbekommen. Wer weiß das schon? Was ich aber auf jeden Fall weiß, dass Likes und Abos mich unfassbar glücklich machen. Und nicht nur mich, denn der Abonnieren und Liken schön macht, ist es ja quasi die übliche Win-Win-Situation. Also, ihr habt doch gar nichts zu verlieren. Ich danke mal wieder fürs Zuschauen. Bis dann.